Und damit auch wieder willkommen zurück, Leute. Ich habe mich gerade dazu entschieden, ich mache hier noch eben schnell das Gebiet hier auch noch fertig. Das eigene Schiff, weißt du? Vor ihrer Beförderung, meine ich. Es heißt, es ist noch vor dem großen Bersten abgestürzt. Stell dir das vor. Entschuldigung. Das wäre ein Anblick gewesen. John, ich verlange ein Update zur Situation auf der Helios. Sir, meine besten Männer arbeiten an der Rückeroberung der Station. Das ist der Chef von Hyperion? Ist er wirklich so ein Barsch, Arsch, wie ich höre? Wer zum Teufel spricht da? Das ist der 10-jährige Junge, den wir engagiert haben. Feuer, John. Aber so richtig tut das weh. Na? Doch, das läuft sogar sehr gut, wenn ich ehrlich bin. Na, wo ist... Ich stand doch noch einer, oder nicht? Bin ich doof? Das ist jetzt nicht so... War der gefroren in der Luft, oder was? Ich will was. Das soll ja auch wehtun, mein Freund. Das soll auch wehtun. Das soll sogar richtig wehtun. Das sag ich dir aber... Oh mein Gott. Bleib bloß da stehen. Schön. Das war ein bisschen knapp. Liege ich doch kein Medikit jetzt rum oder habe ich schon alle aus Versehen eingesammelt? Ich denke, ich habe alle aus Versehen eingesammelt. Okay. Diese Geschütze hier hasse ich. Die haben mir auch im normalen Durchlauf wohl die Probleme gemacht, andauernd. Ne, eigentlich ziehe ich voll gut. Komm mir nicht zu nahe, mein Freund. Ach, hinter mir auch. Na, ich hab dich eigentlich getroffen. Mehr mit Korrosion brauchst du hier unten gar nicht auf zu schießen eigentlich. Auch wenn die angezeigt werden für Korrosion, aber die sind ja hier draußen gegen alles resistent. Ich auch. Nicht schlecht. Ich kann auch mit Granaten schmeißen. Wo bist du denn hin? Große Fresse gehabt hat der, war. Aber richtig. Jetzt nicht dann, Medikit, jetzt brauche ich auch keins mehr. $60. Ja.
gemacht. Ich finde hier ein Schild, das besser ist nach dem anderen, ne? Was habe ich denn jetzt hier überhaupt schon? Ein Laser, eine Rifle, eine grüne. Zwei grüne Rifles. Zwei weiße Laser. Drei weiße Laser. Daraus mache ich mir einen grünen. Ja, der Rest wird verkauft. Hallo, ich mache das Duatmen weiter, ja? Dann ist gut, Nina. Freut mich. Hohe Qualität, niedrige Preise und ich stelle keine Fragen. Ich habe immer Neuware. Schau mal. Ich habe schon lange keine Legendäre mehr hier drin gefunden in den. Ja. In den Verkaufsautomaten. Muss ich mal ganz ehrlich gestehen. Ich liebe es. Ja, ich liebe es auch. Oh, das Schild sieht cool aus. Der ist außer Gefecht. Dann kommt noch ein Dicker. Da oben ist auch noch irgendwann. Da. Da oben war noch irgendwann. Das ist echt das Beste. Oh. So war das nicht geplant, Leute, eigentlich. Autsch, 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 autsch. Lass das. Lass das, ich muss ganz schnell zu dir. Oh, das war jetzt auch nicht so geil. Das war jetzt nicht gut. Dann die Lenden komme ich nicht dran. Na egal, starten wir das nochmal neu. Dumm gelaufen. Leider, leider. Ich glaube, daraus mache ich mir. Ja, ich glaube, daraus mache ich mir mein Profilbild. Sieht nice aus. Und hat mal auch nichts mit Spielen zu tun, oder dass man sich auf ein Spiel da. Dass man sich auf ein Spiel oder was da konzentriert fühlt. Entschuldigung. Oh, die Frikadelle kommt mir ein bisschen. Die stößt mir ein bisschen den Magen auf. Wollen wir die jetzt dann erstmal in Ruhe lassen? Ich denke mal, wir müssen da später sowieso noch lang. Gehen wir erstmal links rum. Okay, gehen wir doch erstmal nach da oben. Ich bin der Kapitän dieses Schiffs und du, dreckiger Räuber, wirst meinen Zorn spüren. Naja, da ich meinem Zorn gerade den Weg versperrt habe, wirst du stattdessen den Zorn meiner Männer spüren. Meine Freundin und ich werden uns das gemütlich von der Kapitänsunterkunft aus ansehen, nicht wahr, mein Schnuckelputz? Ja. Wir haben das doch besprochen, Liebes. Du sollst nicht mit Baby oder mein Liebster anreden, besonders vor anderen. Natürlich, mein lieber Boti. Mein lieber Boti. Warum stehe ich eigentlich die ganze Zeit immer im Feuer drin? Das ist ja auch nicht wahr irgendwie, ne? Dieses Gefühl liebe ich. Ich bringe das Gesetz. Und tschüss. Und tschüss. Kauft meine Sachen. Doch. Tut mir leid, das alles. Hör zu, ich bin nicht wirklich mit Captain Oberarsch hier zusammen. Zum Beweis öffne ich dir die Tür. Oh, das ist nett von dir. Danke, ich weiß gar nicht welche. Wenn es fallen soll, musst du in den Maschinenraum. Na gut, Lady. Aber ich beobachte dich. Hör zu, der Bootsmann hält mich praktisch gefangen und zwingt mich, ihn zu unterhalten. Aber jetzt bist du ja da und du siehst aus wie ein typischer Retter. Das ist ein Kammerjäger. Also mehr so der typische Arschtreter. Das kommt für mich aufs selbe raus. Vergiss es. Ich will nur Militär-KI besorgen. Perfekt. Ich weiß genau, wo du 1A Militär-KI herkriegst. Komm zu mir. Ich muss dir erst zeigen, wie du die Barriere des Bootsmanns runterfährst.
Ich schätze, sie hat was vor. Super. Gut. Ich werde versuchen, dir unterwegs zu helfen. Aber der Bootsmann darf nicht merken, dass wir zusammenarbeiten. Also, schon mal vorab sorry für alles, was ich tun muss. Ich melde mich, wenn du im Maschinenraum bist. So viel Gelaber. Tina hat schon lange nichts mehr gesagt, fällt mir gerade auch auf. Money, money, money. Still got funny. In the rich man's world. Laber nicht. Oh, unser Nahkampfschaden könnte. Upsi. Sorry, aber ich muss den Maschinenraum für den Bootsmann verteidigen. Und diese Dahl-Sams sind tough. Wunderbar. Ich glaube, ich habe ein paar Spritzer abgekriegt. Jawohl. Da bin ich. Dumm, die dumm, die dumm. Dumm, 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 dumm. Dumm, da dumm, dumm. Dumm, da dumm, dumm. Dumm, da dumm. Dumm, da dumm. Naja, die haben ein langes Schild, hartes, ja. Ein gutes Schild haben die, wollte ich sagen. Hm, auch nicht schlecht. Ich werde gerade von zu vielen Seiten beschossen irgendwie. Wo ist er hin? Stimmt ja mit dir nicht, Alter. Du kommst da hinten. Na? Oh mein Gott. Wo ist der kleine Zwerg? Ich habe ihn doch gehört. Und vor allen Dingen, wo ist der Dive-Fighter? Dann fällt er weg. Okay, okay, okay. Dauert ja doch ein bisschen länger. Bis zum Maschinenraum, oder? Bis dahin müssen wir wahrscheinlich noch irgendwas machen und dann den ganzen Weg hier wieder zurück. Wunderbar. Oh, sieh dir das an! Hallöchen, glänzender Konverter! Schön, dass wir uns hier treffen. Lass das, Junge. Das gehört dir nicht. Was? Halt ihn auf, meine flauschige Koalanitin! Diese diebische Koalanitin! Nur die Ruhe, Liebster. Ich tue, was ich kann. Nein, tue ich nicht. Das macht Spaß.